Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir sind pleite. Wir brauchen ganz, ganz dringend neues Geld. Und dafür würde ich, nachdem wir den Brief gelesen haben, gleich mal eine Rundreise machen. Grüße Shinny. Es freut uns, dir mitteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der Aufgepasst-Kolumne der Sternentautaler Umschau vorgestellt wird. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind von deinem schnellen Fortschritt sehr beeindruckt. Sternentautaler Umschau. Ja, krieg ich da irgendwas für oder nicht? Na ja, gut. Ich bin aber überlegen. Wir könnten die Marmelade verkaufen. Dann kriegen wir schon mal Geld. Weil ich möchte dringendst unsere Werkzeuge aufrüsten. Habe ich hier noch was zum... Nein, habe ich nicht. Die Werkzeuge halt aufrüsten, damit wir vorankommen hier mal. Vor allem die Axt würde ich gerne aufwerten. Denn dann könnten wir... Oh, da ist auch was reif. Dann könnten wir uns in Richtung verwunschenem Wald mal aufmachen. Ich weiß nur nicht, ob da die Axt schon reichte oder ob wir da die bessere Axt für brauchten. Das weiß ich nicht mehr. Und die Gießkanne aufwerten wäre vielleicht auch gar nicht mal so blöd. Melonen brauchen auch Ewigkeiten, ne? Nein, aber deswegen würde ich gleich eine Rundreise machen und einmal alles sammeln, was so rumliegt. Das können wir dann nämlich... Nein, pfui aus. Das können wir dann nämlich wieder gut verkaufen und dann, so langweilig das auch ist, müssen wir angeln. Aber wir brauchen echt dringend Geld, dass wir die 2000 zusammenkriegen für die Axtaufwertung. Und dann müssen wir nochmal gucken, was es kosten würde, unseren Hühnerstall zu bauen, den wir ja geplant haben. Ich glaube, der war gar nicht so teuer, wenn ich mich da erinnere. Ich muss mal gleich ins schlaue Buch gucken. Vielleicht können wir das ja auch parallel an einem Tag machen. Ich weiß, dass übermorgen im Spiel, also am 11., ist das Luau. Oder wie das heißt. Also diese... So eine Party. Lum. 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 Wir brauchen da auch noch irgendwie was für die Felder hier vorne, ne? Was wir da anpflanzen. Und ich wollte noch eine Vogelscheuche machen. Dafür brauchten wir ja Holz. Ach, Leute, so viel zu tun. Habe ich nicht noch irgendwas, was ich da auf die Felder packen kann? Einfache wilde Sommersaat, die Weizen. Komm, wir hauen da mal eine Reihe Weizen hin. Der wächst ja schnell. Hallo. Da wieder rein. Die behalten wir für Saat später und den Rest schmeißen wir mal mit in die Kiste. Und dann flitzen wir mal schnell über das ganze Gelände und gucken, was wir... Ich schmeiße jetzt auch die Goldene weg. Was wir alles... Stopp, ich brauche meine Angel. Was wir alles Schönes dann mitnehmen können. Ich brauche das nicht und das nicht und das eigentlich auch nicht. Dann nehmen wir uns die Angel. Ich nehme auch mal die Köder mit. Vielleicht könnten wir die noch brauchen. Und dann ziehen wir mal los. Sammeln und angeln. Was für ein Spaß. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen überhaupt nicht voran. So finanziell gesehen. So von den ganzen Sachen, die man so frei spielen und schalten kann. Ist irgendwie sehr zäh. Ich meine, ich spiele sonst auch immer sehr gemütlich. Aber irgendwie ist das sehr gemütlich, was ich hier fabriziere diesmal. Oh, wir können auch bald hier die Büsche abernten. Ich glaube, überall, wo jetzt gerade diese pinken Blümchen dran sind, müssten bald Beeren sein, die wir wieder sammeln können.
Ja, das wäre doch gut. Dann flitzen wir mal eben hier oben rum. Gucken, was es hier zum Sammeln gibt. Ich glaube aber gerade gar nicht mal so viel. Da liegt eine Beere. Wenn jetzt der Zug kommen würde, das wäre Premium. Zug, bist du so nett? Kommst jetzt vorbei? Jetzt? Ja, jetzt? Nein? Okay. Dann nicht. Da liegt noch eine Beere. Da ist wieder was zum Ausbuddeln. Da sehe ich Wurmchens. Dafür haben wir unsere Hacke mitgebracht. Sommerkürbis. Sehr schön. Da sind wir wieder am Hof. Jetzt gehen wir noch unten raus. Ich kann eigentlich auch mal gucken. Ach, guck mal, auf unserem Hof können wir auch Sachen sammeln. Und dann, wie gesagt, dann machen wir gleich eine kleine Angelrunde. Ist das da Erzen? Ja, das sind die Blumen, ne? Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir am nächsten Tag ganz viel Geld haben. Durch das, was wir hier gerade fabrizieren. Um uns dann ein bisschen was leisten zu können. Denn hier geht es ja in den... In den anderen Wald. Da, dafür muss man aber den Baumstamm wegmachen. Und das geht mit unserer Billo-Axt noch nicht. So brauchen wir eine bessere Axt. Hallo, ist hier noch was? Hallo? Hallo, ich brauche Zeugs zum Verkauf. Da ist ganz viel. Ich habe meine Sichel nicht mitgenommen. Jetzt müssen wir hier voll außen rum krepeln. Danke. Mensch, es lohnt sich ja heute richtig hier rumzulaufen. Finde ich gut. Und es ist schon wieder später Nachmittag, ne? Die Zeit geht hier mal so schnell um. Schlimm ist das. Ein bisschen Lehm, das ist gut. Da haben wir auch noch eine Beere. Habe ich darauf geachtet, ob irgendein Baum Moos hat. Den können wir ja auch mitnehmen. Ich hoffe, wir finden da auch bald mal raus, wofür das gut ist. Ansonsten muss ich mich da mal anderweitig schlau machen, was man mit dem Moos denn anstellen kann. Wäre auch noch interessant. Können wir echt mal irgendwann mal einmal richtig aufräumen, alles mitnehmen. Was man so sammeln kann. Das kann man dann theoretisch nämlich auch alles verkaufen. So, hier in der Stadt mache ich natürlich auch wieder meine Mülltonnenrunde. Ey. Und dann gehen wir schnell an den Strand. Gucken, ob wir Muscheln haben. Wir müssen auch da mal diese Brücke fertig bauen. Stein. Wow. Keine Muscheln. Hallo, Lea. Mit dem müssen wir uns auch noch anfreunden. Ich bin für den Klang des Meeres gekommen. Wunderschön, nicht? Ich bin immer noch für den Klang des Meeres gekommen. Ja, er ist wunderschön. Gut. An die Muscheln da hinten kommen wir nicht. Dann würde ich sagen, fangen wir doch hier mal an zu angeln. Gucken, was wir so alles rausziehen. Oh, eine Kiste. Komm schon. In die Kiste. Nein, nicht nach oben, Fisch. Ja, komm runter. Versuch die mal zu locken, ne? Oh, Kiste haben wir. Müssen wir noch den Fisch kriegen. Ah, nein. Ja. Ein Thunfisch. Und in der Kiste. Wow. Holz. Bin mal begeistert. Eine Zeitung. Das ist auch wieder so ein schneller. Langsam, ganz entspannt, Fisch. Nein, ganz entspannt. Nein, habe ich gesagt. Lass dich fangen. Passiert auch nichts.
Sehr schön. Noch ein Thunfisch. Ich hoffe, die bringen gut Geld. Ich weiß es nicht. Ich habe schon gedacht, dass der wieder direkt nach oben schnellt. Sofort gedruckt. Und Thunfisch. Oh, da ist nichts mehr geblubber. Gut, haben wir hier sonst noch irgendwo noch ein Geblubber mit Sternchenfunkel? Glaube nicht, ne? Dann ziehen wir mal weiter an die nächste Wasserquelle. Gucken, ob wir im Fluss irgendwo was herkriegen. Vielleicht auch am See oder so. Dann nehmen wir hier mal ein, zwei mit. Nerven wir mal den Sam hier, der da so schön an seinem Handy rumdaddelt. Angeln einfach mal in seiner Nähe. Hat er bestimmt nichts gegen. Oh, ein sehr träger Fisch ohne Schatzkiste. Und ein Gotteslachs, den kennen wir bereits. Und ein bisschen Kohle. Oh, Leute, hier fährt gerade der Eiswagen vorm Fenster her. Oh, kann ja einmal am Fenster halten und mir ein Eis geben. Das wäre schön. Oh, komm, nochmal hier anbeißen, bitte. Danke. Du bist auch so träge. Okay. Noch ein Gotteslachs. Ich hoffe, das bringt gut Geld. Unsere Finanzen können das echt gebrauchen. Jetzt angeln wir nochmal so ein, zwei Mal da am See. Gucken, was wir da Schönes noch rauskriegen. Oder haben wir noch, habe ich eine Beere übersehen? Was ist das denn? Dass wir hier nochmal lang sind. So, was gibt es hier Schönes? Da sehe ich auch nichts funkeln irgendwo oder blubbern. Und es wird schon wieder dunkel. Ganz entspannt. Ja. Ja. Nein. Hallo. Hallo. Was ist denn falsch mit dem Kollegen? Was bist du? Ein Hecht? Ja, kein Wunder, dass du so am Rumzappeln warst. Toll. Müll. Aber das können wir wieder alles in unseren Verwerter schmeißen. Das finde ich ganz gut. So, letzte Fisch. Dann gehen wir zurück. Wir gucken da mal, was die Ausbeute hier an Geld dann bringt. Ah, bist du auch ein Hecht? Ja. Sehr schön. Und sogar ein goldener Hecht. Ich schmeiße jetzt auch die ganzen goldenen Sachen mit in die Kiste. Das ist mir gerade total egal. Wir brauchen das Geld. Ey, da steht ein Baum. Oh, guck mal, Pilz. Wird da auch noch irgendwas liegen? Nee, ne? Aufpassen, dass wir uns das hier nicht wieder zuwuchern. So. Das kommt weg, das kommt weg. Die behalte ich ausnahmsweise. Das kommt weg. Der Hecht, die Beere, die Sachen. Da haben wir doch einiges weggeschmissen. Beziehungsweise zum Fuck. Ach nee, das war ja die Goldkiste. Müll. Den anderen Müll haue ich direkt in den Verwerter rein. Hier kommt die Beere. Hier kommt die Kohle rein. Wird direkt alles wegsortiert. Ich kenne mich. Sonst haben wir da wieder Chaos pur. Den brauchen wir noch fürs Community Center. Das ist doch gut. Dann, wo war denn unsere Community-Kiste? Da hinten, ne? Schmeißen wir das da auch noch rein. Und dann möchte ich gerne meine Sachen wieder haben.
und hau mich ins Bett. Oh, ein Glühwürmchen. Es leuchtet so richtig schön wie ich. Oho. So, ab ins Bett. Gute Nacht. Jetzt bin ich gespannt. Ja, die Marmelade hat es allein schon rausgehauen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt Geld, um unsere Axt aufzurüsten. Bin ich am Überlegen, ob wir nochmal mit der Axt hier... Es regnet. Das wäre ein Minentag, ihr Lieben. Die Spitzhacke brauche ich. Das nicht. Das nicht. Das tue ich auch. Ja, ich weiß, das gehört da nicht rein. Ich bin echt am Überlegen, ob wir dann gleich in die Mine tingeln. Hallo Shini, morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau am Strand. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Bringe auf jeden Fall etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil. Also sei bitte höflich und zuvorkommend. Komm zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand. Bürgermeister Louis. Das werden wir dann auf jeden Fall morgen machen. Das kommt noch in die Verwertungskiste. Muss mal gucken, ob wir irgendwas Essbares haben. Haben wir doch, glaube ich, hier drin, ne? Ja, genau. Da hatten wir das und das. Ich brauche mein Schwert. Die Bomben nehme ich mal mit. Inventar jetzt schon voll, ne? Schwert kommt nach vorne. Spitzhacke daneben. Die Axt, die geben wir gleich ab. Essen kommt nach hinten. Ich brauchen wir vielleicht. Das Bömmchen brauchen wir vielleicht. Ich hoffe, ich habe so viele Kupferbarren. Ich habe erst 4. Machen wir einen noch schnell herstellen. Wir müssen ja eh warten, bis der Schmied aufmacht. Dann können wir mal gucken, ob... Es gewittert. Ob hier was gewachsen ist. Und ja, wir können ernten. Da ist nicht... Oh doch, ihr seid fertig, ne? Der Kürbis, die Melonen noch nicht. Die brauchen noch einen Tag. Schön. Sehr gut. Der ist auch fertig. Dann versuchen wir gar keine Zeit zu verschwenden. Hier kommt das und das rein. Den Rest verkaufe ich. Die Sachen brauchen wir gleich alle und dann geben wir jetzt unsere Axt ab. Ach, schön. Oder freue ich mich? Kriegen wir eine bessere Axt. Und rennen dann sofort in die Mine und gucken, wie weit wir da heute noch kommen. Wann macht der Schmied auf? Ich glaube um 9, ne? Bin ich ja viel zu früh da. War belastend. Um 9. Ja gut. Dann machen wir noch ein bisschen Mülltonnen-Raiding hier. Raiding? Ja. Aber nix. Leute, ich bin froh, wenn wir das Minensystem freigespielt haben. Dann können wir hier nämlich über die Map tingeln. Das wird super. Hier irgendwie noch was? Nee. Okay, aber jetzt, wenn wir beim Schmied ankommen, sollte der doch dann offen haben, oder? Ja, Gewitter ist gut. Gut, dass wir gleich in die Höhle gehen. So, komm. Hallo? Brauche eine bessere Axt. Eine Kupfer-Axt, bitte. Danke, er fängt an. Sehr schön. Viel Spaß damit. Und jetzt los in die Mine. Los! Keine Zeit verlieren. Zeit ist Geld. Hey, dieses... Wo sich hintippeln hier. Mal gucken, ob wir 5 Ebenen schaffen. Sollten wir aber hoffentlich. Vielleicht schaffen wir sogar 10. Je nach der... Oh. Ein prähistorischer Schädel. Das hätten wir auch in der Mine finden können. Da hätte es auch hingepasst. Guck mal, die Beere können wir auch noch mitnehmen. Haben wir noch was zu...
Ja, auch nochmal buddeln. Was zu mampfen. Schon mal Kohle, damit die Mine weiß, worauf sie sich einlassen muss. Schwert ausgerüstet und los geht's. 45 sind wir schon? Krass. Gott, das ist ein Sternchengegner. Die sind immer besser. Ah, los! Warte alle! 18 bis 27. Oh, das ist viel stärker, aber auch sehr langsam. Oh, sehr langsam. Nee, das mag ich nicht. Nee, auch wenn das extrem stark ist. Aber ich mag es lieber so zack, 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 zack. Mit Mausfinger hier Spam. Okay, toll. Jetzt dürfen wir schon direkt den Ausgang suchen. Ich meine, Steine brauchen wir auch. Für Gebäude, für unseren Weg, den wir noch weitermachen wollen. Ah. Aber das Spiel muss ja nicht übertreiben, ne? Ja, schön. Oh, die braucht die Winterwurzel. Die brauchen wir ja auch fürs Community Center. Schön, dass wir die schon mal haben. Mit Erzen ist heute nicht, ne? Ist ja sehr mager. Aber dann kriegen wir vielleicht ein cooles Combat-Level, ein neues. Wenn wir uns hier so viel betteln. Oh, ich habe gar nicht in unsere Höhle wieder lange geguckt, ob wir da ganz viele Früchte haben. Das vergesse ich immer. Na. Oh, perfekt. Da ist auch schon direkt die nächste Ebene. Sehr gut. Das heißt, wenn es hier irgendwie brenzlig wird, können wir direkt so zack, zack, zack runter. Oh, eine Zwergenschriftrolle. Auch fürs Museum wichtig. Oh, wir brauchen echt dringend ein besseres Schwert, ne? Entweder muss ich eins kaufen in der Gilde oder hoffen, dass hier mal irgendwie was droppt. Erze ist echt mager hier. Den ganzen eben da oben ist ein bisschen mehr. Weg. Nein. Nein. Keiner mag euch. Los. Danke. Ach, gönnt mir doch eine kleine Verschnaufspause, bitte. Au. Und zack. Hol. Versperr mir halt den Weg. Ist es das? Oh Gott, Leute. Entspannt euch. Ihr kleinen Schwubbelwubbels. Hilfe. Hilfe. Wie Inventar ist voll. Jetzt habe ich so viel Krempel gefunden, dass ich keinen Platz mehr im Inventar habe. Ist das das Ernst des Spiels? Ich weiß aber auch nicht, was da liegt. Ob sich das jetzt lohnt? Sie ist halt nicht, ne? Was da liegt? Ich könnte natürlich jetzt hier irgendwas... Ich könnte das Schwert eigentlich wie wegschmeißen. Ich habe es zweimal gekriegt. Okay, das hat plus 2 Geschwindigkeit. Dann kann ich das ja definitiv wegschmeißen. Eine Kaffeebohne. Gut, dass ich die aufgehoben habe. Sehr cool. Wir können ja mal das testen. Nee, ist mir auch zu langsam.
Nee. Tschüss. Macht euren Kram alleine. Aber ist eigentlich ja gut, wenn wir direkt die Treppe finden. Da müssen wir gleich nicht suchen, wie doof. Aber... lass mich doch erstmal erkunden hier. Mein Leben ist nicht mehr ganz so nice, ne? Sollte ich vielleicht gleich mal was essen? Dann essen wir erstmal die Traube. Dann haben wir wieder ein Plätzchen frei. Ja, komm. Also die 50 möchte ich auf jeden Fall noch schaffen heute. Sollte auch machbar sein. Komm. Eine Leiter. Ihr seid aber spendabel heute. Da ist noch ein Eisen und noch 10 Milliarden Gegner. Ich gehe. Ciao, danke. Nichts wirklich Wichtiges drin. Eisen nehmen wir aber definitiv mal mit. Ledermau. Hier ist sehr viel Eisen. Das finde ich gut. Ich mag es nicht, Schleime auf dem offenen Feld zu erledigen. Oh. Ist, glaube ich, nicht gut, was ich hier gerade mache. Ah, haha. Ist mal bitte schnell eine Karotte. Oi. Nee. Geht doch mal weg. Mein Leben, ey. Gibt ihr mir mehr Leben als Energie? Ah, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Müssen ja auch noch die Treppe finden. Weil die drei Schleime da sind echt nicht lustig. Wir sind nur noch eine Treppe von Ebene 50 entfernt. Sollten wir doch hinkriegen hier. Komm, du gibst mir jetzt meine Treppe. Oh, echt bessere Waffe. Vielleicht kriegen wir auf Level 50 eine. Da gibt es ja dann immer eine Kiste. Hat der da jetzt ein Baby? Haben die ein Baby gemacht? Ist das euer Ernst? Was machen die schon Babys hier? Um mich noch mehr zu ärgern oder was? Seine Energie soll es gleich nicht hapern hier. Oder das Spiel möchte, dass ich die da umbringe. Das kann natürlich auch sein. Wird langsam knapp von der Zeit her. Gib mir doch bitte eine Treppe, Spiel. Kann doch jetzt nicht sein, oder? Eben die ganze Zeit Glück gehabt. Ich habe mich zu sehr gefreut, sofort eine Treppe zu kriegen. Das ist jetzt die Rache dafür vom Spiel. Da sagst du, ja okay, willst halt nicht sofort eine Treppe, kriegst du halt auch keine mehr. Oh, nee. Komm, hier in die Ecke. Alleine. Nee. Was jetzt? Der Kleine, der wächst so schnell. Finde ich nicht gut. Oh, haben wir geschafft. Aber ihr habt auch alle keine Treppe dabei gehabt. Ist doch gemein. Spiel bitte. Ah, sehr gut. Okay. Was haben wir? Schuhe. Wir haben Schuhe gekriegt. Braucht doch eine bessere Waffe. Keine Schuhe. Na gut, dann flitzen wir jetzt mal nach Hause.
hauen uns ins Bettchen, beenden den Tag und beenden dann auch diese Folge. Und dann werden wir in der nächsten Folge am Anfang erstmal unser Inventar aufräumen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das machen wir dann am nächsten Tag. Und dann gehen wir zum Luau und gucken, was es denn da Schönes dann zu feiern gibt. Das wird auch toll. Ja, Mau. Ab ins Bett. Level up fürs Minenarbeiten. Plus ein Spitzhackeneffektivität. Neues Herstellungsrezept umwandeln. Eisen. Und neues Herstellungsrezept Glühsteinring. Aber wir haben ja eigentlich einen Leuchtering. Ich weiß nicht, ob das dann ein anderer ist. Combat kriegen wir kein Level up. Schade. Aber ein paar Groschen hier durch unsere Ernte. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüsselü!